Willkommen zurück zum nächsten Video in der Rubrik Quantenphysik. Heute wollen wir die Dirac-Notation konstruieren. Die ist auch unter der Braketennotation bekannt. Auch wenn diese Notation in der Quantenphysik sehr nützlich ist, wollen wir sie nur konstruieren und keine Beispiele anschauen. Natürlich starten wir mit etwas, das wahrscheinlich der Beginn der Mathematik ist und rauschen durch mehrere 10.000 Jahre. Also beginnen wir in der Vergangenheit. Vor etwa 50.000 Jahren hatten die Menschen noch keine Vorstellung, was Zahlen sind, doch sie wollten Mengen vergleichen. So nutzten sie Knochen, Holzstöcke und mehr, um in sie Rillen zu ritzen. Danach mussten sie nur vergleichen, welcher Knochen mehr Rillen hatte. Zehntausende Jahre später entwickelte die Menschheit Worte für spezielle Anzahlen von irgendwas. Nun waren sie in der Lage zu sagen, dass sie drei Äpfel haben und sie entdeckten die natürlichen Zahlen. Es braucht nochmal eine lange Zeit, damit sie sagen konnten, wie viele Äpfel sie haben, wenn sie einen Apfel halbieren. Damit bekamen sie die rationalen Zahlen. Ungefähr 1700 Jahre vor Christus und somit 1000 Jahre vor Pythagoras kannten die Babylonier bereits den Satz des Pythagoras. Das bedeutet, sie kannten bereits mathematische Operationen wie Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division. Sie hatten sogar bereits eine Annäherung an die Quadratwurzel von 2. Ungefähr 500 Jahre vor Christus definierten die Griechen bereits die irrationalen Zahlen, von denen die Quadratwurzel von 2 ein Teil ist. Auch wenn negative Zahlen bereits bekannt waren, nutzte Leonardo Bonacci alias Fibonacci sie im 12. Jahrhundert als erster als Lösungen. All diese Entwicklungen brachten uns zu den reellen Zahlen. René Descartes lebte im 17. Jahrhundert. Er ist der Namensgeber des kartesischen Koordinatensystems, auch wenn er es höchstwahrscheinlich nicht erfunden hat. Im 16. Jahrhundert stellte Girolamo Cardano die Aufgabe, zwei Zahlen zu finden, die multipliziert 40 und addiert 10 ergeben. Er fand die Lösungen 5 plus die Wurzel aus minus 15 und 5 minus Wurzel aus minus 15. Um die normalen Zahlen von der Quadratwurzel von negativen Zahlen zu unterscheiden, wurde die erste reelle Zahl und die zweite imaginäre Zahl genannt. Augustin Louis Cauchy definierte 1821 als erster die komplexe Zahlenebene. 10 Jahre später entwickelte Carl Friedrich Gauss ebenfalls das Konzept der komplexen Zahlenebene und veröffentlichte es in den Göttingschen Gelehrtenanzeigen. Danach bekam das Konzept Beachtung. 2 Jahre später, 1833, interpretierte William Ronan Hamilton die komplexen Zahlen als ein Paar von Zahlen und definierte die Addition und Multiplikation von denen. Die Addition ist einfach komponentenweise. Das Produkt von zwei dieser Zahlen bekommen wir, wenn wir die Tupel als Summen schreiben. I ist die Antwort auf die Frage, was die Quadratwurzel aus minus 1 ist. Das bedeutet, i Quadrat ist minus 1. Nebenbei gesagt sind die komplexen Zahlen zweidimensionale Zahlen. Es gibt auch 4, 8 und 16-dimensionale Zahlen, während die reellen Zahlen eindimensional sind. Hier wollen wir nur die einfachen komplexen Zahlen betrachten, die wir konjugieren können. Das bedeutet, dass wir das Vorzeichen des imaginären Teils wechseln. Diese Operation ist nützlich, da wir mit der Multiplikation einer komplexen Zahl mit seiner konjugierten Form eine nicht-negative reelle Zahl erhalten. Schauen wir nun auf das zweidimensionale Koordinatensystem. Natürlich können wir auch auf höhere Dimensionen schauen, doch je mehr Dimensionen wir darstellen wollen, umso weniger anschaulich wird das Bild. Das erste und eines der einfachsten Sachen, die wir machen können, ist, einen Vektor da reinzupacken. In den meisten Fällen wird er als ein Pfeil dargestellt, der im Koordinatenursprung beginnt. Das Koordinatensystem ist ein zweidimensionales aus reellen Zahlen. Wir können Punkte daraus als Tupel schreiben. Jetzt erkennst du die Parallelen zwischen diesem Koordinatensystem und den komplexen Zahlen. Wir schauen uns keine Beweise an und sagen es kurz. Beide sind isomorph zueinander. Das bedeutet, beide sind fast gleich. Natürlich unterscheiden sich die Operationen ein wenig, zum Beispiel wenn wir die Multiplikation betrachten. Um es einfach zu halten, nehmen wir den Vektor bzw. die komplexe Zahl 0, 1 und multiplizieren sie mit sich selbst. Im Fall des Vektors bedeutet es eine Skalarmultiplikation, im Fall der komplexen Zahl bedeutet es das Quadrat von i. Wir können über die komplexen Zahlen und Koordinatensysteme noch viel länger reden und wir werden über diese Themen reden, sobald wir sie brauchen.
Eine Sache, die wir mit Vektoren machen können, ist, sie zu transponieren. Das klingt sehr mathematisch, bedeutet allerdings hauptsächlich nur, dass wir sie umschreiben und um 90 Grad drehen. Für die Notation verwenden wir ein hochgestelltes T. Reden wir nun ein wenig über Matrizen. Eine Matrix ist ein Objekt mit Werten in jeder Zelle. Natürlich können wir die auch transponieren. Hier wird es deutlich, dass Transponieren bedeutet, dass die Spalten zu Zeilen werden und die Zeilen zu Spalten. Das ist also eine sehr einfache Operation. Du kannst außerdem sehen, dass ein Vektor nichts anderes ist als eine Matrix, nur mit einer Spalte. Wir sagten, dass die Zellen mit Werten gefüllt sind und wir waren nicht genau. Der Grund dafür ist, dass wir auch komplexe Zahlen in die Zellen packen können. Damit können wir komplexe Vektoren bekommen. Ein zweidimensionaler komplexer Vektor ist ein vierdimensionales Objekt. Das bedeutet auch, dass ein Vektor mit drei komplexen Einträgen ein sechsdimensionales Objekt ist. Matrizen und somit auch Vektoren können ebenfalls addiert und multipliziert werden. Wenn man sie addieren will, müssen sie die gleiche Form haben. Zum Beispiel zwei Zeilen und drei Spalten. Die Addition ist komponentenweise. Wenn man sie multiplizieren will, kann man sie mit einem Skalar, das heißt einer Zahl, multiplizieren. So eine Multiplikation ist wieder komponentenweise. Man kann auch zwei Matrizen multiplizieren. In dem Fall muss die Spaltenzahl der ersten gleich der Zeilenzahl der zweiten Matrix sein, da die Komponenten der Zeilen der ersten Matrix und die der Spalten der zweiten Matrix multipliziert und addiert werden. Du kannst erkennen, dass das Ergebnis die Zeilenzahl der ersten und die Spaltenzahl der zweiten Matrix bekommt. Wir haben viel über Koordinatensysteme geredet. Jetzt werfen wir es weg. Das bedeutet, die Objekte, die wir einst Vektoren nannten, sind keine Vektoren mehr, da ein Vektor ein Koordinatensystem benötigt. Wir können nur sagen, dass wir das neue Objekt als Vektor darstellen können, selbst wenn es keiner mehr ist. Das neue Objekt hat ebenfalls Klammern. Das hier ist die Kettennotation. Die Bra-Notation bedeutet ein Kettobjekt nur konjugiert und transponiert. Mit diesen beiden Objekten können wir auch ein Skalarprodukt bilden. Wenn wir beide Objekte vertauschen, bekommen wir eine Operation, die sich Tensorprodukt nennt. Wären diese Objekte Vektoren, könnten wir das Produkt eine Matrix nennen. Natürlich gibt es noch viel mehr über die einzelnen Objekte zu sagen, die wir in diesem Video genutzt haben, und normalerweise müssten wir alles beweisen. Du kannst dir vorstellen, dass das sehr viel Zeit brauchen würde. Im nächsten Video schauen wir uns ein wenig Integrale, Ableitungen und Differentialgleichungen an. Natürlich können wir nicht detailliert über diese Themen sprechen, da es hunderte von Videos benötigen würde, um den Anforderungen dieser Themen gerecht zu werden.